Die Firma, um die es in diesem Sonntagsvideo geht, scheint ihre Bits und Bytes auf Hochglanz zu polieren. Mein Name ist Callcenter Crusher. Bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde Schuhcreme ja umgangssprachlich als Schuhwichse bezeichnet. Folglich müssen die ja echt saubere Bits besitzen. Schauen wir doch mal, ob die wirklich so glänzende Betrüger sind. Das Bitswichsen beginnt wie immer nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Jojo, Dach. Hallo? Jo, guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Thomas? Mit wem? Thomas Hademsick? Jo, das ist Kennen Sie? richtig. Jo, das bin ich. Okay, mein Name ist Barbara Nowak. Ich melde mich von der Firma Bitswix. Ich schaue, dass Sie haben Interesse über automatisierte Handelssoftware gezeigt, über Online-Trading. Erinnern Sie sich? Ja, bei welcher Firma? Bitswix. Die kenne ich nicht. Kann ich Ihnen ein paar Informationen geben, wie alles funktioniert? Haben Sie Zeit? Ja, können Sie machen. Okay. Sie haben Erfahrung in diesem Bereich, oder? Ich denke, Sie wollten Informationen geben. Ja, ich habe schon Erfahrung, ja. Okay. Sie werden erstmal Ihr Konto aktivieren. Nach der Aktivierung Ihres Kontos, ich werde Ihnen mit einem von unseren Finanzberatern verbinden. Er will das automatisierte Handelssoftware in Ihrem Handy oder Laptop installieren. Die Software läuft automatisch im Profit. Sie können die Profite in Echtzeit sehen. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, mit dem Mindestbetrag anfangen, 200 Euro. Die Profite monatlich sind Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Okay. Falls Sie mit 200 Euro einsteigen, werden Sie die gleiche Summe von uns bekommen. Nicht als Geschenk, sondern als Hilfskapital. Entschuldigung. Die zwei erste Woche sind Testwochen. Sie können uns testen und mit unserem Bonus. Wenn Sie zufrieden sind, nach den 2 Wochen, Sie können mit Ihrem Kapital weiter investieren. Und Sie können jederzeit Ihre Profite auszahlen lassen. Aber nicht unsere Bonus, nur die Profite. Das Ja. war alles. Wie finden Sie unser Angebot, Herr? Hört sich interessant an. Wie bitte? Das hört sich interessant an. Okay. Ich kann Ihnen auch unsere Plattform zeigen, wenn Sie einen Computer nutzen, Ja, oder? sagen Sie mal, wie Ihre Plattform ist. Okay. Schreiben Sie bitte. Ja. Baby Bertha, Ja. I wie Ida, Ja. T wie Theodor, Ja. S wie Siegfried, Ja. W wie Wilhelm, Ja. I wie Ida Ja. und X wie X-Faktor. Bis Wix. X, ja? Ja. Minus, Minus. Minus, Noch ein Minus. ja, no, nur ein Minus. Okay. Okay. Ulrich, Ja. Kaufmann, Ja. Punkt, Punkt. komm. Punkt komm. Ja, genau. Das ist gut, da muss ich versuchen, die mal aufzumachen. Ja. So. Was schauen Sie? Ja, Haben Sie die Seite? es muss ja erst offen sein. Okay, verstehe ich. Ja, so, jetzt sehe ich hier. Handeln Sie mit Bedacht. Wählen Sie aus Sind Sie in Tausenden Handy oder Computer? am Computer. Computer, okay. Gut, hört sich so ganz interessant erstmal an. Gut. Ja. Ja, und wie funktioniert das genau nun? Okay, haben Sie Ihre E-Mail-Adresse auf Ihrem Computer? Ja, welche haben Sie denn da von mir? T.hadamsik@web.de.
Nee, die habe ich nicht mehr. Die ist alt. Haben Sie es nicht mehr? Nee, Okay. die ist alt. Die ist alt. Okay, können Sie mir Ihre E-Mail-Adresse bestätigen? Bestätigen. Ja, dann müssen Sie, bei Bestätigung müssen Sie doch erstmal eine nennen. Oder Wie bitte? soll ich Ihnen meine E-Mail-Adresse nennen? Ja. Genau. Oder warten Sie kurz, bitte. Ich kann Ihnen mit einer anderen verbinden, mit dem Support, und er kann Ihnen besser erklären. Okay? Na gut, dann das. Okay. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, Martin Links am Apparat. Wie bitte? Also, Sie haben Martin Links am Apparat. Martin Links. Ja, genau. Sie haben Okay. gerade mit meiner Assistentin gesprochen. Spreche ich mit Herrn Hadamsik, stimmt? Ja, das ist Thomas? richtig. Okay. Also, haben Sie die Seite gefunden oder soll ich die Seite per E-Mail mitteilen? Nö, die habe ich Das schon gefunden. Sie haben es schon gefunden. Okay. Sind Sie drin? Also, was schauen Sie bei der Seite? Können Ich Sie sehe mir. erstmal die Webseite. Ja. Können Sie die Webseite beschreiben? Also, damit wir sicher sind, dass Sie Kennen bei Sie unserer Webseite sind. Ihre eigene Webseite nicht? Oder verstehe ich nicht? Warum soll ich Ihre Webseite beschreiben? Also, ich kann unsere Webseite zu Ihnen beschreiben, aber damit wir zusammen also in die gleiche Seite sind, deswegen habe ich Ihnen gefragt. Ja, Ihre Kollegin hat es doch diktiert und da bin ich jetzt drauf. Handeln Sie mit Bedacht, wählen Sie aus 1000 Comedies und Currencies. Das ist Ihre Webseite. Okay, in Ja, Ordnung. natürlich ist das Okay. entworfen. Glauben Sie, dass Ihre Das Kollegin Ihre Webseite falsch buchstabiert? nein, also die Ding ist, dass ich möchte sicher sein, dass Sie bei unserer Webseite sind, weil es gibt viele Seiten da. Wissen Sie schon? Ja, es Ja? gibt viele Seiten im Internet, das stimmt. Genau. Und damit wir sind also bei die gleiche Seite und damit ich nicht bei also unserer Seite bin und ich spreche für etwas anderes und Sie sind woanders. Verstehen Sie mich? Ja, gut. Okay? Ja, das hatten wir ja nun Jetzt, geklärt. okay, jetzt schauen Sie ganz rechts oben, erste Schritte. Ja, Option. erklären Sie doch erstmal, mit was ich bei Ihnen handeln kann. Also bei uns, Sie können handeln mit Rohstoffen, Indizien, Aktien, Kryptowährungen. Also das entscheiden Sie später nach dem nach der Aktivierung. Sie werden in Verbindung sein mit dem Broker. Der Broker wird Ihnen also paar Informationen geben, wo Sie am besten, also am meisten verdienen können und so weiter. Und wenn Sie Zeit haben, Sie können mit dem Broker zusammen handeln. Wenn Sie keine Zeit haben, dann können Sie die automatische Software aktivieren und das handelt für sich selber durch einen Algorithmus. Ah ja, gut. So und Okay. ja, gut, okay. Also was kann ich bei Ihrer Firma denn so durchschnittlich verdienen? Also, Sie werden die 2 erste Woche mit unserem Bonus handeln. Also, die Profite werden nicht so viel, also nicht so groß, ja, sein. Aber Sie werden also kleine Profite erwirtschaften. Zum Beispiel, wenn Sie mit Gold handeln, Sie können also von die 200 Euro Bonus, das wir zu Ihnen geben, Sie können also 20% Profite erwirtschaften pro Woche. Also, die sind stabile. Es muss ja nun einen Wert geben in Prozenten. Wie viel können Ihre Kunden im Prinzip durchschnittlich im Monat gewinnen? In Prozentzahl. Wie viel Also, Prozent können Ihre Kunden im Durchschnitt verdienen? das können Sie nicht also ganz so sagen, weil Warum nicht? die Preis bewegt, ja? Ja, Die aber Preis ich habe ja bewegt und gefragt. auch die Investitionen, dass die Kunden machen, also sind nicht die gleiche. Ja, Jemand handelt mit mehr, jemand handelt mit weniger. deswegen habe ich ja nach dem Durchschnitt gefragt.
Ja, also mit unserem Bonus, mit die 200 Euro, Nein, ich meine hinterher mit dem Geld, sagen wir mal 1000 Euro, ist einfacher zu rechnen. Wie viel verdient man bei Ihrer Firma im Durchschnitt mit 1000 Euro im Monat? Wie gesagt, es bleibt, wo Sie handeln. Also Sie können bei Krypto handeln. Deswegen habe ich ja doch nach dem Durchschnitt gefragt. Durchschnitt. Jede Buchhaltung hat doch einen Durchschnittswert. Haben Sie keine Buchhaltung oder? Ja, aber das ist nicht meine Abteilung, das ist von dem Broker. Okay. Verstehen Sie? Also Sie wissen das nicht. Okay, gut. Und wie geht es dann jetzt weiter? Weil die Projekte und den Handeln auf dem Finanzmarkt macht den Broker. Ja, das habe also ich jetzt. Ich bin nur der Support für die Aktivierung. Ich gebe Ihnen die basic Informationen. Ja? Ja, das habe ich jetzt verstanden. Sie können mir also keine nähere Informationen geben. Gut. Gut, und wie funktioniert das nun genau? Also erstmal, Sie müssen das Konto aktivieren. Also wir klicken auf die ersten Schritte. Wir geben da, also Sie geben da Ihre Informationen, Namen und Nachnamen, E-Mail-Adresse. Also Sie öffnen und aktivieren das Konto. Ich denke, können wir das weitermachen? Ja, natürlich. Ja, klar, logisch. Aber wie zum Beispiel, mal angenommen, ich würde jetzt meine 1000 Euro zu Ihnen transferieren wollen. Wie mache ich das? Also Sie können das per Überweisung machen. Sie können das mit Kreditkarte oder mit Krypto. Überweisung wäre. Kryptos habe ich ja nicht. Überweisung würde ich machen. Überweisung, okay. Also wir aktivieren das Konto zusammen und dann mitteile ich die Bankverbindungen, wo Sie das Überweisung machen können. Ich denke, das Konto wird erst aktiviert, wenn ich überwiesen habe. Oder haben Sie das nicht gerade so gesagt? Dann also kann ich das die Konto wird aktiviert. Also jetzt machen wir die Registrierung, ja? Da haben Sie ein Konto gebucht bei uns und sofort, wenn Sie das Überweisung machen, wir warten 1 bis 2 Werktage, bis das Geld da ist. Wenn Ihr Kapital bei uns kommt, dann wird die Summe auf Ihr Konto sein. Ja? Das bedeutet, Ihr Konto ist aktiv und bereit zu handeln. Ja, gut. Verstehen Sie? Ja. Ja, dann aktivieren Sie mal. Okay. Also klicken Sie bei die ersten Schritte. So, was ist erste also, Schritte? Rechts oben, Sie haben eine Option auf die Seite. Rechts oben. Ja, ich möchte Handelssignale erhalten. Die Daten habe ich doch mit Sicherheit schon eingegeben, weil sonst würden Sie mich ja gar nicht anrufen. Sie kennen meinen Namen, Sie kennen meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Ja, also bei der Werbung haben Sie schon das gegeben. Ja, eben. Ja? Dann brauche ich das ja jetzt hier nicht mehr eingeben. Das können wir auch für Sie machen, ja, aber seit wir hier sind, bitte? Damit Sie selber auch die, das können wir auch für Sie machen, also wir können auch das Konto für Sie ja, öffnen, Sie haben doch meine Nummer, Sie haben mich doch schon angerufen, das heißt, ich muss doch da schon registriert sein. Wie sollten Sie mich denn dann anrufen, wenn ich das nicht wäre? Also Sie sind bei uns registriert bei der Werbung. Ja, gut. Verstehen Sie? Die Werbung. Bei der Werbung. Welche Werbung ja, war denn bei der das Werbung. Jetzt? Bei der Werbung. Sie haben, ja, Sie welche haben bei Werbung der Werbung war denn eine das? Anmeldung gehabt. Nochmal? Welche Werbung war denn das dann, wenn es nicht Ihre die Werbung war? Für automatische Handelssoftware. Und das war jetzt die nicht neue, Ihre neue Werbung? Software. Nochmal? Und ja, vielleicht sollten Sie einfach mal nicht so viel reden, einfach mal zuhören. Also, es war also nicht Ihre Werbung, wo ich mich registriert hatte. Das war unsere Werbung. Seit ja, dann Sie haben bei Sie uns doch, sind. Dann haben Sie doch meine Daten. Ich habe Ihre Daten hier vor. Ja, eben, gut, da brauche ich ja jetzt das gar nicht machen. Also bei der Werbung, Sie verstehen mich nicht. Bei der Werbung, Sie haben eine Anmeldung gemacht, stimmt? Ja, richtig, auf Ihrer Webseite. Für ja, Ihre genau. Webseite. Genau, warum eine soll ich, Anmeldung. Warum sollte eine Anmeldung, ich, hallo, warum sollte verstehen ich... Sie die, verstehen ja. Sie Anmeldung und Registrierung? Sind die gleiche Ding? Ja. Nein, also Anmeldung bei der Werbung?
Das bedeutet, Sie haben Ihre Daten gegeben und jemand von unserem Support ruft Ihnen an, damit wir Ihnen helfen für das Konto Registrierung. Ja. Weil wir können nicht einfach so ein Konto öffnen in Ihrem Namen. Wir können das machen, das ist nicht so schwierig, aber wir müssen das nicht. Na gut, dann machen wir das einfach mal. Okay. Es ist zwar völlig unlogisch, aber okay. Also das habe ich nicht die Regeln so gemacht. Also die Regeln sind so und ich arbeite hier, ja? Ja. So. Okay, haben Sie bei den ersten Schritten geklickt? Ja. Okay, in Ordnung. Eieiei, das ist eine Menge eins auszufüllen, aber gut, machen wir das. So. So, jetzt haben wir das fertig. Okay, in Ordnung. So, wie geht's jetzt weiter? Jetzt für das Kontoaktivierung, wie ich Ihnen erklärt habe, ich werde die Bankverbindung mitteilen, damit ja. Sie eine Überweisung schaffen können. Ja? Ja, gut. Also möchten Sie die Bankverbindung erhalten per E-Mail? Ja. Okay. Ganz kurz. Okay, also hier habe ich eine E-Mail von Ihnen. t.hadamsik@web.de. Das hatte ich Ihrer Kollegin schon gesagt. Das ist eine alte E-Mail-Adresse. Die habe ich schon lange nicht mehr. Okay. Ich habe Ihnen ja meine Adresse gerade in das Formular getippt. Okay, in Ordnung. Ganz kurz. Okay, die E-Mail läutet all-in-mails@mailbox.org, ja? Ja, ist richtig. Hatte ich ja reingeschrieben. Okay, bei dieser E-Mail werde ich Ihnen die Bankverbindungen mitteilen. Ja. Okay. Ja. Können Sie mir sagen, bitte, mit wie viel möchten Sie einsteigen? Das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber ich hatte so an zwischen 1.000 und 3.000 Euro gedacht. Okay, weil die Finanzabteilung vorbereitet die Bankverbindungen für uns und die haben mich gefragt, deswegen. Ja. Hallo, noch jemand da? Ja. Ganz kurz. Entschuldigen Sie mir, ja? Weil ich warte wie. Es nimmt ein bisschen Zeit, also. Ja, das dauert sehr lange. Warum dauert das denn so lange? Also ich schicke eine E-Mail bei die Finanzabteilung. Die Finanzabteilung weiterleitet die Bankverbindung bei mir, damit ich Ihnen weiterleite bei Ihnen. Also das ist ein bisschen. Das ist sehr unlogisch eigentlich.
Die anderen Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die kennen ihr Konto auswendig. Die müssen da nicht irgendwie eine Finanzabteilung fragen. So, bei jeder Firma ist was anderes, ja. Ja, aber es ist normalerweise alle Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich die nach ihrer Bankverbindung frage, dann wissen die ihre Bankverbindung. Da müssen die nicht in der Ich habe, Finanzabteilung nachfragen. Aber wir haben viele Bankverbindungen. Also ich habe Bankverbindungen für die 200 Euro. Also das ist der Mindestbetrag, dass die meistens von unseren Kunden anfangen, weil sie müssen erstmal uns testen. Aber sie haben gesagt, dass sie möchten mit mehr also investieren. Deswegen habe ich die gefragt. Ach, Sie haben verschiedene Okay. Konten für verschiedene Summen? Ich, Also für verschiedene Kunden. normalerweise haben doch Konten, Firmen immer nur ein Konto und dann kommen die Summen drauf und dann kann man die zuordnen. Also das haben wir auch für benutzt, aber seit es gibt viele Kunden, das bei die gleiche Konto also investieren und deswegen haben die gemacht, also mit verschiedenen Kunden. Ach, dann ist das Konto dann also zu voll. Deswegen muss ein anderes Konto genommen werden, oder warum? Nein, also für die Finanzabteilung ist leichter, also für den Kundenmanagierung, also so. Bitte was? Was ist Menagierung? Also das bedeutet für die Finanzabteilung, die haben das leichter. Für zum Beispiel, ich habe hier Bankverbindungen für 200 Euro und wenn jemand von unseren Kunden macht eine Überweisung für diese Summe bei die gleiche Bankkonto, es kommen immer die gleiche, also die gleiche Überweisung. Ja, aber gut, die Summe ist doch bestimmt mit einem Verwendungszweck versehen. Ja, Und deswegen kann das man ist. doch auf einem Konto dann nach dem Verwendungszweck gucken und dann weiß man genau, wer welche Summe überwiesen hat. Da muss man ja nicht verschiedene Konten für haben. Ja, also das ist kompliziert und Richtig. Das ist das ist nicht unlogisch meine kompliziert. Abteilung. Ja, aber es dauert sehr lange. Dauert das in Ihrer Firma immer so lange, bis die Finanzabteilung reagiert? Nur wenn es gibt viel, also viele Anfragen oder so. Sehr seltsam. Aber egal, dann warten wir halt. Und was ist Ihnen lieber, also uns zu testen mit dem automatischen Software oder möchten Sie mit einem von unseren Beratern zusammenarbeiten? Da, wo es am meisten Gewinn gibt. Ich möchte Profit erwirtschaften. Das Also ist ja dann Ihr die Job. verstehe. Die Software macht Profite für Sie, aber die Profite, dass Sie meinen von der Software, sind nicht so hoch. Also die sind weniger als wenn Sie mit einer von unseren Beratern zusammenarbeiten, weil Aber bei das den kann man Beratern, doch. Sie werden auch Projekten, also bei den Projekten teilnehmen. Das kann man doch sicherlich auch kombinieren, oder nicht? Ja, Sie können das machen. Ja, Genau. dann ist das doch Genau. klar. Okay. Also ich habe Ihnen gerade die E-Mail geschickt. Noch ist nichts da. Okay. Welche E-Mail-Adresse haben Sie jetzt genommen? Also, ich habe bei all Mailbox, ja, All-in-Mails. all-in-mails Nee, nicht haben Sie Minus, jetzt. Unterstrich. Okay, also bei der Registrierung bei unserer Webseite, Sie haben Minus geschrieben, deswegen Oh, habe ich mich da nochmal versuche verschrieben? ich. Ja, mit Unterstrich, also minus eine Okay. Ecke tiefer. Das ist das dann. Dann habe ich mich Okay. verschrieben. Tut mir leid. Keine Sorge.
Ist ja auch dieselbe Taste im Prinzip. Okay. Haben Sie versendet? Ja, gerade. Dann schaue ich mal. Also noch ist nichts da. Wir geben eine Minute. So, Sie erhalten das von Martin links. Noch ist nichts da. Also schauen Sie bei Inbox und neu laden Sie die Seite, bitte. Ja, ist noch nichts da. So, jetzt ist was da. Okay, also Sie müssen es neu laden, deswegen. So, gut. Okay. Empfänger Distinct Core Services SP2.B. Ja, genau. Gut, okay, das haben wir ja schon mal. Okay. Da haben Sie auch die Verwendungsrecht. Ja, was mich gerade so ein bisschen wundert, die Absenderadresse ist eine Proton-Mail. Haben Sie keine Firmen-E-Mail-Adresse? Also das ist die E-Mail, das wir nutzen. Also ja, aber von das dem ist ja, Broker, Sie werden das von anderes E-Mail. Ja, aber das ist ja keine Firmen-E-Mail-Adresse. Ich möchte natürlich eine Adresse haben, die mir zusendet von der Firma und nicht von Proton. Proton ist ja ein öffentliches Mailprogramm, ein Mailanbieter. Haben Sie keine Firmen-E-Mail-Adresse? Verstehe. Die Firmen-E-Mail-Adresse werden Sie erhalten von dem Broker, von dem Finanzberater. Also wir, dem Support, wir nutzen diese E-Mail-Adresse. Das ist aber nicht seriös. Das ist doch nicht seriös. Also normalerweise müssten Sie doch als Firma auch eine E-Mail-Adresse haben. Als Firmen-E-Mail-Adresse. Aber ich habe gerade mal so ein wenig auf Ihrer Seite umgeguckt. Sie sind eine Firma mit einer Bank in England, ist klar. Ne? Und Sie sind ein Finanzdienstleister und ich sehe auf Ihrer Webseite, Sie sind reguliert bei der FCA, ist das richtig? Genau. Ja. Können Sie mir dann mal Ihre FCA-Registrierungsnummer geben, bitte? Also Sie können auch bei FCA suchen. Ja, dazu brauche ich die Nummer, richtig. Hallo? Ganz kurz bitte. Ja. Hallo? Ja, ganz kurz bitte. Kennen Sie Ihre eigene Regulierung nicht auswendig? Okay, ich werde Ihnen von unserer Bankanbieter die Code, also nee, Avismart. Nein, ich brauche Ihre. Sie sind Ihre Firma. Biswix. Müssen ja reguliert sein. Und da möchte ich gerne die Regulierungsnummer von Ihrer Firma bei der FCA haben. Nicht von Ihrer Bank, sondern von Ihrer Firma. Okay, warten Sie kurz, ich verbinde Ihnen mit der anderen Abteilung, weil das ist nicht meine Abteilung, ja? Ja. Sie haben viele Fragen und die Natürlich. Frage, dass Sie machen, also sind nicht bei uns, ja? Ja gut, dann verbinden Abteilung. Sie mich weiter. Kein Problem. Er ruft Ihnen direkt, also in einer Minute. Ja, ja ich bleibe ich dran. Ich weiterleite die, okay. Tschüss. Wie tschüss? Hallo? Ja, hallo, grüß Gott. Spreche ich gerade mit Herrn Damzig? Herr Damzig, ja. Damzig, Thomas. Korrekt? Richtig, ja, ist richtig. William James am Apparat, grüß Gott. Also ich bin einer von den Finanzexperten von Bitswix. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich hatte Ihren Kollegen gefragt, Sie haben auf Ihrer Webseite stehen, dass Sie bei der FCA reguliert wären. Da würde ich gerne die Regulierungsnummer der FCA von Ihnen wissen. Mhm. Genau, das kann ich Ihnen auch geben. Also wir haben zwei verschiedene. Also von wem möchten Sie das haben? Von der anderen Plattform oder von unserer Wechselstube? Weil nee, das ist genau von Bitswix
UK. Okay. Haben Sie was zu notieren da? Ja, im Augenblick. So, ja, kann losgehen. Okay. Also, Nummer ist es, also Code steht hier, 3059. 59. 20190. 20190. Jawohl. Ich wiederhole, 3059 20190. Ganz genau. So, dann schauen wir doch mal. Das ist, nein, die FCA, das ist keine Regulierungsnummer bei der FCA. Also diese Nummer, was wir da haben, haben wir es auch in unserer Webpage für die... Ist nicht reguliert bei der FCA, diese Nummer. Wo schauen Sie das? Bei der FCA. Wo genau? Bei der FCA. Bei der FCA. FCA.org.uk. Genau, bei welcher Seite, Stelle, meinte ich? Bei der Firmen. Richtig, natürlich. Kleinen Moment. Da kann ich Ihnen auch direkt das schicken. Nö, das können Sie mir sagen, die Nummer. Ja, warten Sie kurz. Ja. Da muss ich das auch letztes kurz finden. Damit ich Ihnen das auch direkt weiterleiten kann. Ja. Eine Sekunde bitte. Natürlich. Kleinen Moment. So, die Nachricht habe ich gefunden, aber die Nummer zeigt er mir nicht bei Firmen von uns. Das ist aber das Wichtige. Genau, ich muss nur das finden. Guten Tag. Geben Sie mir nur ein klitzekleine Sekunde, okay? Natürlich. Dass ich die kriege. Weil ich habe es angefordert per E-Mail jetzt. Ja, natürlich. Ich gebe Ihnen die Zeit. Perfekt. Okay. Nur kurz, ja? Ja, bitte. Scheint ja tief vergraben zu sein, diese Nummer. Nee, das ist kein tiefer Graben, weil die meisten von unseren Kunden diese Lizenznummer nutzen es sehr selten. Und wir haben es nur als Nummer da. Und grundsätzlich unsere Registrationsadresse steht in Vilnius, Litauen, ne? Und ich weiß nicht, welche Seite Sie das googeln. Deswegen ist es mir kurz ein bisschen dubios gekommen, warum das nicht bei FCA vorträgt. Wieso Litauen? Sie sind doch eine englische Firma. Das entscheiden wir, wie die Steuer zahlen. Verstehen Sie? Bitte? Nee, habe ich nicht verstanden. Wo wir die Steuern zahlen, entscheiden wir. Ja, aber Sie sind eine Firma aus England. Spielt keine Rolle. Ja, da müssen Sie doch auch eine... Apple,
Apple ist auch in Amerika mit Sitz. Aber ja, in gut. Deutschland besitzt er keine Nummer. Verstehen Sie? Trotzdem darf er ein Büro besitzen. Ja, Was gut, spielt das für eine Rolle? Ja gut, wo ist denn Ihr Büro in England? Die Adresse? Ja. Das kann ich Ihnen geben. Haben Sie was zu notieren für die Adresse? Ja, steht das auch auf Ihrer Webseite? Nein, da steht das nicht. Mhm. Gut, dann geben Sie mir mal die Adresse. Eine Sekündchen. Also ich gebe Ihnen zwei Adressen. Nö, die Adresse Ihres Büros in England. Okay, das zuerst oder die von Hauptsitz? Von welchem wollen Sie? Vom Hauptsitz. Okay, schreiben Sie bitte. Ja. So. Sechs sieben minus sechs acht. Ja. Dann buchstabiere ich. Ja. Heinrich Anton Theodor Otto Nordpol. Ja, so schnell kann ja nun nicht. Also Heinrich Anton. Theodor. Ja. Otto Nordpol. Ja. Garden. Ja. Gustav Anton Richard. Okay, gut. Dora Emil Nordpol. Genau. Dann 3-4. Ja. Nordpol Emil Wilhelm. 3-4. Nordpol Emil Wilhelm. Dann Hose, also wird geschrieben Heinrich Otto Ulrich Siegfried Emil. Ja. Dann die Postleitzahl von uns. Augenblick. Ist, ja. Ja. Ist die Emil Cäsar 1. Nordpol. Nordpol. Leerzeichen. Ja. 8JY. 8JY. In London. Mhm, okay. Genau. Gut, prima. So, dann brauchen wir jetzt nur noch die FCA-Regulierungsnummer. Genau, das, sobald ich das jetzt kriege, dann leite ich Ihnen das auch weiter. Ja. Also das ist Web Trader Limited by Company Number, also es ist nicht von FCA, sondern direkt von Companies House, Government von Großbritannien. Nein, das ist ja dann keine Regulierung. Das ist ja dann ein Handelsregistereintrag. Das ist ja keine Regulierung. Das ist direkt vom Staat. Ja, aber es ist ein Handelsregistereintrag. Handelsregister, sagt Ihnen das was? Das ist der Handelsregistereintrag. Sie haben genau. Auf Ihrer Webseite steht, dass Sie bei der FCA reguliert sind. Und das, was Sie mir jetzt geben wollen, ist ein Handelsregistereintrag. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich möchte bitte die FCA-Regulierungsnummer. Kein Moment, damit ja. Mir beides kommt. Weil das wurde mir jetzt von der Finanzabteilung zu. Nö, das hat ja miteinander nichts zu tun. Ein Handelsregistereintrag, das ist ja ganz was anderes als eine Regulierung. Das ist das Gleiche. Das Gleiche benutzen wir auch für die BaFin. Nein, ist es nicht. Also wenn BaFin bei uns anruft, Sie geben die gleiche Nummer, so wie das. Ja, ach, Sie haben auch eine BaFin-Regulierung? Nein, haben wir nicht. Ja. Sondern nur eine Erlaubnis. Sie haben eine BaFin-Erlaubnis? Genau, nicht Regulierung. Regulierung ist was anderes, weil wir dürfen einen Sitz in Deutschland haben, dass sie die Regulierung da kriegen vom BaFin. Also eine BaFin-Nummer. Ja, richtig. Aber es gibt auch Firmen aus dem Ausland, die eine BaFin-Regulierung haben. Ja, aber wenn wir müssen entscheiden, die Steuern, wo wir in Europa bezahlen. Ja, die BaFin-Regulierung hat ja nichts mit den Steuern zu tun. Hat mit alles zu tun. Nee, hat die BaFin-Regulierung hat nichts mit den Steuern zu tun. Okay, dann erzählen Sie mir, mit was hat es zu tun? Es hat, bin ich neugierig. Ja, es hat nur mit Bankgeschäften zu tun. Das hat nichts mit Steuern zu tun.
Aber in erster Linie warte ich ja jetzt noch auf die FCA-Regulierung. Das schicke ich Ihnen das gleich. Das müssen Sie nur kurz warten, bis Sie mir es so schicken. Ja, ich warte gerne. Kleinen Moment, ja? Ja. Na super. Die schicken mir eine 144 Seiten Bericht. Bitte was schicken Sie Ihnen? Für unser System. Also ich habe bei FCA das angefordert und die schicken mir ein PDF-Datei. Also seit 2017, dass sie da schon reguliert sind. Und die Nummer finde ich aber hier nicht. 144 Seiten. Aber Sie können mir ja auch gerne mal die genaue Firmenbezeichnung nennen, dann kann ich es ja direkt überprüfen. Ist ja kein Problem. Das war die Firmenbezeichnung, mit der Sie da reguliert sind, ist Bitswix. Das ist WebTrader. Nee, das ist ja nicht Ihre Firma. WebTrader ist ja nicht Ihre Firma. Das ist also ein Anbieter. Das ist nein, ja, aber das, nee, das ist ja, nein, nein, nein. Ihre Firma, Ihre Regulierung, Ihrer Firma, Bitswix, die brauche ich. Schauen Sie, wir benutzen eine Schwesterfirma. Nein, das geht nicht. Direkt. Das geht nicht. Das geht doch. Nein, das geht nicht. Wenn, ja, wenn Sie das nicht... Schauen Sie, wenn Sie das sagen, ich weiß, das nicht. Ich weiß, dass es nicht funktioniert. Nein, wissen Sie nicht. Sie müssen, doch, weiß ich. Sie sind... Ja, wie? Ja, wenn Sie mich mal ausreden lassen würden, dann kann ich Ihnen das gerne erzählen. Ja. Bitte. Also, es werden nie Schwesterfirmen oder Mutterfirmen reguliert, sondern immer nur eine spezielle Firma. Und diese Firma, die Sie haben, ist Bitswix UK. Und da nützt es kein Webtrader, eine Lizenz dafür zu haben. Ihre Firma, Bitswix UK, die muss reguliert sein. Ja, ich weiß, wovon ich höre. Ich kenne mich aus. Nein, Sie kennen sie nicht aus. Ich kenne mich sehr gut aus. Das ist das Problem. Nein, kennen Sie nicht. Ich denke, das ist Ihr Problem. Hier. Jemand, denen, also dass Sie schon mal viel Geld verloren haben in solche Geschäfte, ist mir schon klar. Sie sind nicht mein erster Kunde, dass ich schon in Apparat hatte. Ich habe noch nie Geld verloren. Ja, das höre ich schon. Ja, das höre eben. Weil ich eben auf Betrüger nicht reinfalle. Übrigens, Ihre Webseite, Bitswix, wie lange ist die denn schon am Markt? Diese. Ja, diese, genau. Ja, Sie schauen es da seit 2017. Nein, seit 19 Tagen. Diese Webseite gibt es seit 19 Tagen. Wirklich? Ja, wirklich. Sie sind wieder also ein Betrüger. Wieder ein Betrüger am Telefon. Perfekt. Genau, perfekt. Ja, genau, so ist es. Wieder ein Video für YouTube, genau. Ja, das habe ich schon mal bemerkt. Ja, haben Sie schon gemerkt, ne? Sie sind ein Blitzmerker, ne? Mhm. Warum rufen Sie dann an, wenn Sie wissen, dass ich ein YouTuber bin? Dass Sie von Callcenter-Fan sind, das war mir schon am Anfang klar. Ach, Callcenter-Fan. Sie haben also keine Ahnung, wer ich bin. Muss ich nicht. Nee, genau. Müssen Sie auch nicht. Gut, dass ich weiß, wer Sie sind und dass ich vor Ihrer Firma warnen kann.
Wirklich? Wirklich, genau. Sie sind ein dreckiger, kleiner, mieser Betrüger. Mhm. Mhm. Und was sind Sie? Ich bin kein Betrüger. Ich warne vor Betrügern wie Ihre Firma. Mhm. Mhm. Ja, tue ich. Ja, machen Sie. Mache ich auch. Da brauche ich Ihre Erlaubnis nicht dazu. Ja, wirklich. Tschüss. Ja, tschüss, Betrüger. Schön saubere Bits mögen die ja haben, aber sonst sind die wohl echt nicht mehr ganz sauber. Wie kann man sonst auf die Idee kommen, so schlecht vorbereitet jemanden betrügen zu wollen? Gerade wenn man doch meint zu wissen, dass ich Callcenter Fun bin. Wieder mal ein klassischer Fall von Treffer versenkt. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag mit netten Menschen um euch. Bleibt aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter Crusher.